Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu diesem Webinar über chronisch entzündliche Darmkrankheiten bei Kindern und Teenagern. Mein Name ist Stefan Wawrika. Ich werde diese Veranstaltung moderieren, zusammen mit meinem Kollegen Professor Dr. Gerhard Rogler. Leider muss ich Herrn Bruno Giardina heute entschuldigen. Er ist leider krank und er grüßt Sie ganz herzlich natürlich. Und ich werde quasi heute auch diese Einleitung im Namen von ihm dann durchführen. Und er hat einige Dias vorbereitet und dementsprechend möchte ich Ihnen diese ersten Dias gleich zeigen. Also Sie sehen hier die Präsentation von ihm, nämlich das Programm. Eben, ich begrüße Sie heute im Namen von Herrn Bruno Giardina. Danach gibt es eine kurze Einführung und Moderation von Herrn Rogler und von mir. Wir werden dann als erstes einen Vortrag zu der Sicht der Psychologin hören. Ronja Schifftan ist in diesem Gremium eigentlich noch nicht bekannt. Ronja Schifftan habe ich zum ersten Mal reden hören vor einigen Wochen an einem Webinar bei Zöliakie-Patienten und ich fand sie so gut, dass ich sie dann gleich auch für diese Veranstaltung dann gebucht habe. Wir werden dann einen Vortrag hören, die Sicht des Kindergastroenterologen von Herrn Professor Carsten Bosowski aus dem Kinderspital in Zürich. Und abschließend wird diese Fragerunde oder diese Präsentationsrunde Herr Dr. Luc Biedermann, auch vom Unispital Zürich, über Arbeitsfähigkeit und Einschränkungen bei chronisch entzündlichen Darmkrankheiten. Vielleicht als erstes noch einen kleinen Einschub. Wenn Sie Fragen haben, dann fragen Sie unbedingt, bitte nicht in der Chat-Funktion eintragen, weil wir sehen die Chat-Funktion nicht. Aber stellen Sie bitte Ihre Fragen unter F und A, also Fragen und Antworten. Und wir werden dann auch im Verlauf dieses Webinars versuchen, auf diese Fragen natürlich einzugehen. Wir haben dann ganz am Schluss dieses Webinars sogar noch bis zu einer halben Stunde Zeit, auf alle Ihre Fragen einzugehen. Gut, und damit möchte ich gerne an meinen Co-Moderator, Herr Professor Rogler, übergeben. Vielleicht noch die freundliche Unterstützung. Also Sie sehen hier, welche Firmen diesen Anlass alles unterstützt haben. Es sind das die Firmen AbbVie, Amgen, Biogen, Ferring, Icon, Janssen, Mediservice, MSD, Norgine, Roche, Sando, Takeda. Und da habe ich noch ein paar vergessen, Pfizer und Johnson & Johnson und Dr. Falk. Gut, Gerhard. Ja, ich darf Sie von meiner Seite auch ganz herzlich begrüßen zu diesem Webinar, wo wir uns einem Thema widmen, das ja schon extrem wichtig ist, chronisch entzündliche Darmerkrankungen bei Kindern, Teenagern, Jugendlichen. Das ist ja ein Alter, in dem man von so einer chronischen Erkrankung extrem betroffen ist, das einen eben extrem einschränkt, die Entwicklung auch beeinträchtigen kann. Und letztlich ist es so, dass viele Veranstaltungen natürlich immer die Erwachsenensicht beleuchten, aber die Sicht der Betroffenen, der Kinder manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Wir haben ja im Rahmen der Swiss IBD Cohort Study nachgeschaut, ob die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen vielleicht überproportional bei Kindern zunehmen. Das ist nicht so. Die nehmen in allen Altersstufen zu, also auch bei den Erwachsenen 20 bis 40 Altersgruppe, über 40 genau gleich wie bei den Kindern. Aber sie nehmen eben auch bei den Kindern weiterhin zu und linear zu. Und das ist natürlich was, mit dem man sich beschäftigen muss und wir uns seit Jahren damit auch beschäftigen, wie ist zum Beispiel dann der Übergang von den Kindern, wenn sie langsam Erwachsenen werden, in die Erwachsenengastroenterologie. Und da gibt es natürlich verschiedene Aspekte. Da gibt es die Aspekte der Ausbildung, der Schule. Da gibt es die Aspekte eben der Beeinträchtigung, der psychologischen Beeinträchtigungen. Und es gibt letztlich eben auch die Sicht des Kindergastroenterologen. Und das alles soll jetzt im Laufe des Webinars repräsentiert sein. Und insofern habe ich jetzt versucht zu umreißen, was in dem Webinar thematisiert wird. Stefan, habe ich was vergessen? Nein, ist, glaube ich, gut. Also, du hast das schön zusammengefasst. Ja. Dann würden wir doch als erstes um die Sicht der
Psychologin bitten, auf dieses Problem der chronischen Dünndarmerkrankung bei Kindern und Teenagern. Ja, super, herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob es noch vielen Dank auch für die lieben Worte, Stefan. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass auch in diesem Rahmen die psychologische Sicht in Betracht gezogen wird. Stefan, wolltest du noch was dazu sagen? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, okay. Du kannst dich gerne selber vorstellen und du kannst das wahrscheinlich besser als ich. Super, vielen Dank. Ja, mein Name ist Ronja Schiffstein, ich bin Psychologin und habe mich aufs Thema Ernährungspsychologie und Medienpsychologie spezialisiert. Ich befasse mich oft mit der gesundheitsförderlichen Brille, das heißt mit der Frage, wie können wir auch präventiv arbeiten, habe aber auch Klienten und Klienten in der Einzelberatung und beschäftige mich natürlich immer wieder auch mit Klientinnen und Klienten mit solchen Fragen. Was bedeutet zum Beispiel auch eine gewisse chronische Erkrankung aufs Thema Essverhalten und was macht das vor allem auch mit unserer psychischen Gesundheit und mit unserem psychischen Erleben. Dazu habe ich mich auf Anfrage von Stefan und Kronkolitis auch mit dem Thema Kronkolitis auseinandergesetzt und was bedeutet das eigentlich für unser psychisches Erleben und möchte hier ein Stück weit eine kleine Einführung zum Thema Psyche und Kronkolitis machen. Ich möchte euch ganz gerne dazu anregen, wirklich Fragen zu stellen und dies auch wirklich im F&A zu hinterlassen, dass wir nachher auch diese besonderen Bedürfnisse und Einzelfragen aufnehmen können. Jugendphase als solche genauer angucken. Ich habe mich jetzt weniger auf die Kinder fokussiert, mehr auf die Jugend, weil Kinder oft noch in einer anderen Realität sind, wenn es ums Thema Essverhalten oder eben chronische Erkrankungen geht. Dass sie oft noch mehr im Kontext der Eltern eingebettet sind, im Kontext der Familie und auch deren Schutz bzw. deren Unterstützung auch noch oft anders erleben als Jugendliche, die halt in einer anderen Phase sind. Also guck mir doch mal genau an, was bedeutet das eigentlich im Jugendalter? Denkt mal selber nach, was habt ihr für ein Bild vom jugendlichen Essverhalten? Und jetzt gerade in Bezug auf chronische Erkrankung könnt ihr euch da sicher noch andere Themen vorstellen. Aber auch sonst ist im Jugendalter das Thema Essen eigentlich ein bisschen ein spezielles Thema. Und da mögt ihr euch vielleicht selbst dran erinnern, vielleicht seid ihr jetzt Zuhörende betroffen, vielleicht seid ihr zum Beispiel Eltern von Kindern oder Jugendlichen, die betroffen sind. Versucht euch mal selbst daran zu erinnern, wie hat eure Essphase, was habt ihr da für Essphasen im Jugendalter durchgemacht? Die waren sicher speziell. Ich kann mich erinnern, wie das wirklich zu einer Ablösung von zu Hause geführt hat, wie es plötzlich darauf ankam, dass zum Beispiel, was für ein Budget vorhanden ist und, kamen plötzlich andere Fragen als reine Gelüste oder was ist eine ausgewogene Ernährung. Sonst kamen plötzlich andere Aspekte mit rein. Warum ist das so? Das müssen wir in der Entwicklung genau angucken. Das sind nämlich entwicklungspsychologische Aspekte, wie beispielsweise, welche sind die Kernaufgaben im Jugendalter und in der Kindheit. Da geht es auf der einen Seite auch zum Beispiel um Identitätsfindung. Es geht um eine Rollenkonfusion. Man weiß vielleicht nicht genau, was ist meine Aufgabe im Leben, was spielt das Ganze für eine Rolle. Und die Herausforderungen im Jugendalter sind nämlich sehr komplex. Und zwar, wir haben, wenn wir die mal genauer angucken, bedeutet es in der Jugendzeit und auch schon kurz davor, also nicht nur in der, nicht nur im Alter der Pubertät, sondern es beginnt schon vorher, da geht es um den Freundeskreis aufzubauen, zu wem gehört man, die Peers werden extrem wichtig, es geht um Zukunftsperspektiven zu klären, Lebensziele zu definieren, viele müssen eine Ausbildung suchen, gerade in Bezug auf chronische Erkrankungen kann das eine extreme Herausforderung sein, was kann ich überhaupt in meinem Kontext, was mag ich arbeiten, wie realistisch ist eine Arbeitssituation. Dann geht es plötzlich um die Definition von eigenen Weltanschauungen, von Einstellungen. Vielleicht geht es jetzt nicht nur konkret um meine Erkrankung, sondern es geht natürlich um ganz andere Fragen. Was ist meine politische Haltung? Was ist meine ernährungsspezifische Haltung? Vielleicht entwickle ich plötzlich die Lust, vegan zu essen oder. Es geht ganz stark darum, dass man sich von den Eltern ablösen kann. Das merkt ihr euch alle sicher ganz genau erinnern, wie die Pubertät auch körperliche Veränderungen mit sich bringt. Und diese körperlichen Veränderungen, gerade ein Körper, der die ganze Zeit am Kämpfen ist mit gewissen Herausforderungen, mit Krankheitsbelastungen, kann das natürlich auch rund um hormonelle Veränderungen sehr eine große Herausforderung werden. Und diese Herausforderungen wirken sich natürlich auch auf die Psyche aus. Das heißt, wir haben auf der einen Seite sehr starke physische Veränderungen, aber auch psychische Veränderungen.
Dann gibt es natürlich geschlechterspezifische Rollen. Man versucht plötzlich herauszufinden, was ist ein richtiger Mann, was ist eine richtige Frau. Solche Klischees, Stereotypen, aber auch eben, was ist meine Identität? Vielleicht passt meine Identität nicht in so ein binäres System und, und. Dort stellen sich natürlich viele Fragen. Es geht um Sexualität, um Beziehungen, aber Beziehungen auch mit den Peers. Ich habe vorher gesagt, Freundeskreis aufbauen wird relevanter. Jetzt seht ihr auch, warum das plötzlich jetzt auch ein Ernährungsthema sein kann. Wenn man jetzt da auf der einen Seite sind intime Beziehungen auf der Sexualitätsebene eine riesen Herausforderung, wenn man jetzt zum Beispiel der Darm nicht so tut, wie er soll, und man da auch gewisse Schamgefühle entwickelt, auch natürlich Berührungen oder eben wenn Stresssituationen können ja ganz viel auslösen, auch in der Krankheit, können natürlich auch durch intime Beziehungen oder eben durch dieses verliebte Flattern, Schmetterlinge im Bauch, das sind alles Auswirkungen, die wir auch sehr gut darmtechnisch kennen. Ja, eben, es geht um Entwicklung von Partnerschaften, man fängt an, sich selbst kennenzulernen, viele beginnen so eine Introspektion an, das heißt, sie beginnen, sich besser kennenzulernen, auch was sind ihre eigenen Bedürfnisse und nicht die vorgelebten. Sie müssen eben diese Entscheidungen treffen und das alles ist ein Wort, ist eigentlich die große Frage nach der Identitätssuche. Wer bin ich? Was will ich? Und wie will ich wahrgenommen werden? Und diese Kernfragen, also wo gehöre ich hin? Was will ich mit meiner Zukunft? Werden in dieser Zeit vom Jugendalter gefasst. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung, wenn man gerade davon spricht, dass man auch natürlich noch krankheitsbedingte Situationen mit sich bringt. Es geht darum, was will ich nicht sein, und zwar alles, was meine Eltern sind. Das kann zum Beispiel auch bedeuten, dass man sich dort über das Thema Essen auch anders ausdrücken möchte. Vielleicht möchte man sich dort abheben von zu Hause. Vielleicht gab es zu Hause immer ein sehr kontrolliertes Esssystem, damit es zum Beispiel den Krankheitssymptomen gut tut. Und das kann aber auch wirklich bedeuten, dass in dieser Zeit Jugendliche beginnen zu experimentieren, auch mit der Krankheit zu experimentieren, auch zu experimentieren, was mag es leiden. Und gleichzeitig beginnt in dieser Zeit auch der soziale Einfluss immer stärker zu werden. Das heißt, klassischerweise, man geht mit den Peers zum Beispiel nach dem Ausgang noch irgendwie in McDonald's oder möchte ein Kebab essen und möchte auch möglichst ein normales Jugendleben erleben. Und diese Herausforderung zwischen meinem vielleicht gesundheitlichen Herausforderung und dem, ich möchte dazugehören, ich möchte Neues ausprobieren und ich möchte auch ein bisschen Risikoverhalten an den Tag legen, das kann eine riesen Herausforderung rund um das Krankheitsmanagement auch sein. Das heißt, es kann beispielsweise sein, hey, ich möchte dazugehören, das bedeutet halt mal auch, ich mag mich nicht outen mit meiner Krankheit oder ich möchte auch ein bisschen Risikomanagement machen mit mal gucken, wie viel mag es leiden, passiert wirklich ein Schub, geht das nicht. Gleichzeitig kann es auch sein, dass plötzlich eine Beziehung zum Körper entsteht, dass auch gewisse Trends neu ausprobiert werden. Viele explorieren in der Jugendphase mit neuen Esstrends, also beispielsweise viele kennen das so ein typischer Paleo-Trend. Dann gibt es aber auch viele, die beginnen irgendwie zum Beispiel mega an Muskelaufbau zu fokussieren, machen Meal Prep. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein typisches Bild. Da soll man dann immer sein Essen vorbereiten und genau diese Anzahl Kalorien, diese Anzahl Nährstoffe zu sich nehmen und so weiter und so fort. In dieser Zeit kann es auch wichtig sein, diese Identität gegen außen zu tragen, also beispielsweise hier mit der Marke, hey, ich habe meinen Starbucks-Becher, zeige ich natürlich auch, ich kann mir diesen Starbucks-Becher leisten. Die Frage stellt sich natürlich dann auch, vertrage ich diesen Starbucks-Becher? Und ja, diese Teilhabe, diese soziale Teilhabe am Essen, am Miteinander, kann in dieser Zeit ein äußerst wichtiger Faktor sein, kann aber gerade durch eine Krankheit mega gehemmt sein. Und das versteht die eine oder andere, die auch nicht betroffen ist, sicher gut, wenn man beispielsweise daran denkt, dass man ja, sich gerade zum Beispiel irgendwie anders ernähren möchte als das Umfeld und man ist irgendwo eingeladen, kann natürlich auch psychisch eine große Belastung mit sich bringen, wenn man merkt, ich komme in Stress, weil ich kann nicht mit meinem Umfeld so teilhaben, wie ich möchte. Kann dann zum Beispiel beim Grill sein. Aber es kann zum Beispiel sein, dass ich mich der veganen Ernährung anschließen möchte, aber jetzt alle diese super Hülsenfrüchte ultra blähen und nicht verträglich sind und man dann plötzlich merkt, das bringt mich an den Rand meiner Kräfte. Also das heißt, da kann es wirklich auch sein, dass ein großer Widerspruch entsteht zwischen meiner Ernährungsform, meiner Möglichkeit, mich zu ernähren und das einfach noch eine zusätzliche Belastung sein kann. Ja, jetzt habt ihr vielleicht noch mehr darüber nachgedacht, was für Essphasen ihr als Jugendliche durchgemacht habt. Wenn ich so von Beispielen erzähle,
ja, erinnert das die eine oder andere sicherlich noch gut, gerade in Bezug zum Beispiel auch auf Alkohol, ausprobieren. Risikoverhalten gehört sowieso in die Jugendphase. Das hat auch mit der neurologischen Entwicklung des Frontalkortex zu tun, dass man auch dort weniger dieses Handlungsbewusstsein hat im Jugendalter. Und das kann natürlich auch Eltern wahnsinnig unter Stress setzen, wenn sie zum Beispiel wissen, dass in der Jugendphase zum Teil auch die Kinder oder Jugendlichen eben in der Compliance des Krankheitsmanagements plötzlich Risiken eingehen, die vorher vielleicht nicht Thema waren. Also das gehört auch entwicklungstechnisch einfach ein bisschen dazu. Wenn wir uns konkret die Frage stellen, inwieweit die chronische Erkrankungen auch mit der psychischen Belastung zu tun haben, dann gibt es ganz viele Einflussfaktoren. Und das ist eigentlich ultra komplex. Ich versuche es mal ein bisschen runterzubrechen, bin mir aber dieser Komplexität bewusst und möchte das auch als einfach ein möglicher Versuch deklarieren. Auf der einen Seite wissen wir, und da kommen jetzt ein bisschen Forschungsergebnisse, aber ich werde sie eher oberflächlich behandeln. Ihr habt dann den Foliensatz auch mit den Einzelergebnissen. Man weiß, dass gerade rund um Bronchitis beispielsweise eine Häufung die Prävalenz von Angststörungen und depressiven Störungen erhöht ist. Das heißt, man weiß, dass gerade speziell während einer Krankheitssituation, also bei einem Krankheitsstadium, die Depressionen und Angstzustände erhöht sind. Menschen, die in der Remission sind, zeigen weniger Symptome. Das heißt, irgendwie muss diese Krankheit konkret jetzt mit psychischen Erkrankungen zusammenhängen. Wie das aussieht, ist extrem schwierig zu erklären. Da gibt es ganz viele Wirkmechanismen, wir gehen später noch darauf ein. Auch Essstörungen können rund um chronische Erkrankungen im Vergleich erhöht vorkommen. Das kann man sich vielleicht noch eher vorstellen. Das eine ist natürlich, da kann die Depression mit einfließen. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch einfach Fakt sein. Das können wir uns natürlich ganz einfach erklären, wenn man sich die ganze Zeit mit dem Essen beschäftigen muss. Und jeder Einfuhr, sage ich mal, jedes Essen wiederum kann eine Reaktion auslösen, fängt man auch sich übermäßig zu beobachten. Das heißt, diese Angst dann rund ums Essen, dieser Zusammenhang zwischen Körper oder einfach einer dysfunktionalen Körperwahrnehmung in dem Moment, wenn man ja nicht weiß, wann entsteht eine Entzündung, wann nicht, kann auch Essstörungen provozieren. Das heißt, dort wissen wir auch rein rund um die Beschäftigung vom Essen, rund darum, was vertrage ich nicht, hat man auf der einen Seite rund ums Thema Allergien, Reizdarm, aber eben natürlich vor allem auch bei solchen Geschichten wie chronische Darmerkrankungen. Ja, wir wissen, da bestehen Zusammenhänge. Es gibt auch viele Hinweise, dass diese depressiven Verstimmungen vor allem auch bei Jugendlichen vorhanden sind. Auf der einen Seite erklären natürlich durch diesen Hormonveränderung in der Pubertät. Auf der anderen Seite lässt sich das eben auch durch die Entzündung per se erklären. Das ist aber ziemlich komplex und wenn man das zusammenbringt, dann wissen wir, dass diese Prävalenz erhöht ist. Ergo, auf was kann das zurückzuführen sein? Auf der einen Seite kann es zum Beispiel bedeuten, dass wir eine gewisse Malabsorption durch die Erkrankung per se haben. Also beispielsweise, wir haben einen Mangel durch die Entzündung, hier ist jetzt das Beispiel Zöliakie benannt, das ist jetzt auch, weil die Forschung aus dem Bereich der Zöliakie dort auch zum Teil schon weiter ist, dass es beispielsweise auch schon nur durch die Malabsorption, durch gewisse Mangel von Vitaminen, die können teilweise auch das psychische Empfinden beeinflussen. Beispielsweise Vitamin B12 oder Vitamin D. Es könnten auch andere genetische, autoimmunologische Prozesse sein, die da irgendwie mit der Krankheit zusammenhängen, die auf der einen Seite die Krankheit befeuern, auf der anderen Seite aber auch die depressiven Verstimmungen oder Depression per se oder Angstzustände. Es gibt aber auch psychosoziale Belastungen durch die Krankheit. Das ist das, was ich vorher schon versucht habe anzudeuten. Beispielsweise, wenn man jetzt eben keine Teilhabe haben kann am normalen Leben bei anderen Jugendlichen, wenn man im Ausgang den Stress haben muss, ob man irgendwo eine Toilette findet, wenn man irgendwo eingeladen ist und nicht weiß, ob man das Essen verträgt und, und. Also da gibt es viele Zusammenhänge, die dort auch schon vorliegen können und eine Belastung mit sich bringen. Ja, wir haben soziale Belastungen, wir haben aber auch psychische Belastungen und hier kommt ganz ein wichtiger Faktor, das kann zum Beispiel auch sein, die Angst vor der Krankheit, also vor einem Schub. Es kann auch sein, dass die Stressbelastung einen großen Einfluss hat und das finde ich ganz einen wichtigen Punkt. Und gleichzeitig sind es auch körperliche Belastungen, die einen Einfluss haben kann auf eine psychische Verstimmung. Beispielsweise ist es auch so, dass wir zum Beispiel bei Angst
rumort der Bauch. Also dieser Zusammenhang zwischen Angst und Körpersymptomen kann auch uminterpretiert werden. Das heißt, es kann auch sein, dass wenn der Bauch per se, also im Magen-Darm-Trakt sowieso durcheinander ist, dass uns das ein Gefühl von Angst auslöst. Also das ist so eine Rumkopplung, die zusammenwirken kann. Ja, wenn wir uns die Stressfrage stellen, dann ist das nämlich sehr gravierend in der Schweiz. Da, wenn wir nämlich Proventute angucken, dann erklärt sich das recht schnell. Und zwar, was ist der Anteil an hohem Stress bei Jugendlichen und Kindern? Und diese Zahlen sind erschreckend. Das heißt, wir haben einen immensen Druck in der Gesellschaft auf Kinder und Jugendliche rund ums Thema Stressbelastung. Und das lässt sich natürlich auch sehr einfach die Brücke schlagen, weshalb, und wir wissen alle, wie Stress und gerade Koncholitis oder Mopskron zusammenhängen können, das kann Schübe auslösen. Und je höher die Stressbelastung sowieso schon in der Gesellschaft ist und sowieso auch auf Jugendliche auswirkt, desto stärker kann das natürlich auch Krankheit mit befeuern. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt, dass wir solche Zahlen im Auge haben. Denn auch schon nur bei, ich sag mal, Anführungsschlusszeichen gesunden Menschen kann das eine große Auswirkung haben körperlich. Warum ist das so? Wir haben körperliche Reaktionen, das ist der Sympathikus und der Parasympathikus, viele Aspekte, die sich auf das ZNS, auf das zentrale Nervensystem auswirken. Und hier wirkt der Stress sich sehr direkt aus. Er wirkt sich direkt aus im Sinne von, er hemmt beispielsweise die Verdauung, er macht die Verdauung durcheinander. Das ist, sobald der Sympathikus, das ist der erregende Zustand im Stressmoment, eigentlich dann sich entspannt, erleben viele beispielsweise Durchfallattacken oder. Das heißt, schon rein diese Stresshormone machen einen großen Auswirkung physiologisch, aber eben auch psychologisch. Das lässt sich auf der einen Seite, lässt sich das mit der Darm-Hirn-Achse erklären, die auch wiederum, das ZNS wirkt sich auch auf die Darm-Hirn-Achse aus. Das heißt, das ist auf der einen Seite Darmaktivität, die sich auf neurologische Prozesse auswirken kann. Ich halte da die zwei Hände, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Auf der anderen Seite kennt ihr vielleicht das Thema von Mikrobiota, das sich im Darm auch zuständig sieht für die Produktion von bestimmten Hormonen, die sich auch wiederum neurologisch auswirken, was zum Beispiel dazu führen kann, dass eher Depression entsteht oder nicht. Das heißt, ihr seht, diese Zusammenwirkung ist extrem komplex, sind wir in der Psychologie auch noch sehr, ja, sehr dran, aber auf jeden Fall stehen da Zusammenhänge. Und gleichzeitig ist natürlich auch die Kombination zwischen einer gewissen Prädisposition und einer, ich sage jetzt mal, Belastungen. Also wenn wir beispielsweise, wir wissen alle, Stress, ja, vertragen alle ein bisschen unterschiedlich. Jetzt kann es auch einfach sein, dass wir eine Disposition mit uns bringen, die Stress weniger trägt und Krankheit kann auf dieser Ebene wirken. Das heißt, es kann sein, dass die Krankheit per se einfach auch schon eine Belastung ist, eine gewisse Anfälligkeit auf Stress mit sich bringt und dann kommt einfach eine kleine, größere Belastung obendrauf, wie zum Beispiel eine Schulprüfung und die kann jetzt zum Beispiel bei meiner Klassenkollegin völlig nicht zu einer Stressschwelle führen, also nicht die Stressschwelle übersteigen. Und vielleicht bei mir, wenn ich schon noch so eine Prädisposition an Anfälligkeit mit sich bringe, kann vielleicht die gleiche Prüfung eben zu einer riesen Stresssituation führen. Und diese Stresssituation macht nachher was mit der Krankheit. Also das heißt, dieser Zusammenhang ist recht komplex, aber auch sehr praktisch verstehbar. Also wir wissen, dass Stresssituationen sich ganz stark auf das körperliche Empfinden und auch auf einen Verlauf von Krankheitsschüben auswirken kann. Wie das? Auf mehreren Ebenen. Auf der einen Seite gibt es physiologische Mechanismen, die habe ich jetzt schon erklärt. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass wir Stressbelastungen oder innerhalb von Stressbelastungen gewisse Dinge auch, also Stress kann auch negative Emotionen auslösen, dass wir beispielsweise diese negativen Emotionen auch regulieren möchten mit Essen. Das haben ganz viele gelernt, so dieses Nervenfutter und diese Emotionsregulation durch Essen. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass dir den Appetit verschlägt unter Stressanspannung, was auch natürlich dazu führt, dass diese Versorgung nicht richtig gewährleistet ist. Und was natürlich auch passiert, ist einfach schon rein durch den Zeitmangel, den wir haben, auch eine gewisse Verhaltensänderung. Also wir kochen weniger, wir essen mehr im Gehen und wir wissen alle, wenn wir gehen, dann essen wir weniger aufmerksam, wir essen mehr, wir essen hastiger und das rächt sich halt ziemlich schnell dann auch in gewissen Schüben oder in gewissen Verdauungsbeschwerden. Das passiert auch bei Menschen, die nicht schon vorbelastet sind durch eine chronische Darmerkrankung. Ja, diese Zusammenhänge muss man im Auge haben, wenn man über das Thema Stress spricht.
Das heißt, wir wissen, auf der einen Seite kann Stress überhaupt das Entzündungslevel steigern, aber auch auf der anderen Seite kann es auch das Verhalten beeinflussen und eben auch dieses emotionale Erleben. Und das ist das, was sehr wichtig ist, immer wieder im Auge zu haben, wenn wir über Psyche und daran Erkrankung sprechen. Ich habe es hier dann noch ausführlich auf dem Foliensatz, wenn ihr das dann für euch selber noch mal in Ruhe durchlesen möchtet. Ja, mir ist noch ein Aspekt wichtig, den ich nur ganz kurz anschneiden möchte, weil auch die Zeit schon fortgeschritten ist. Ich möchte noch das Thema sozialer Einfluss angucken, nämlich diese Verhaltensänderung durch Zeitmangel kennt man sehr gut, dass dort auch viele soziale Aspekte drin sind, wie beispielsweise zusammen Pause machen, zusammen Mittagessen und. Aber soziale Einflüsse sind halt auch sehr wichtig, wenn wir rund ums Thema Peers sprechen. Und zwar der soziale Einfluss durch meine Kolleginnen und Kollegen, an die ich mich gerne richte. Sehr bekannt ist dieses Phänomen natürlich auch zum Beispiel auf Social Media, wenn wir sehen, wie aufs Thema Körperbild und so weiter sich verändert auf den sozialen Medien, wie beispielsweise Perfektion und perfekte Darstellungen von irgendwelchen idealisierten und bearbeiteten Körpern auch einen Stress verursachen können. Und wenn wir diese Dynamik angucken, dann hat es da ganz viele Aspekte, die wir im Auge haben dürfen rund ums Thema Social Media und Gesundheitsverhalten. Ich beschäftige mich viel mit den Fragen und erlebe das auch in Bezug auf Teenager sehr stark, dass das auch zu einem Körperstress kommen kann. Das heißt, wir haben auf der einen Seite haben wir sozialpsychologische Phänomene, also wir wollen gefallen, wir wollen zur Gruppe dazugehören, wir wollen uns nicht ausgestoßen fühlen von einer Gruppe beispielsweise. Und das kann jetzt zum Beispiel sein, dass man im Rahmen von so einer Krankheit auch sich, ja, wenn man nicht teilhaben kann normal, dass man sich ausgeschlossen fühlt, dass man sich nicht akzeptiert fühlt, dass man das Gefühl hat, man kann nicht an der sozialen Norm teilnehmen und dass man ja, dieses wichtige Zugehörigkeitsbedürfnis, das man in dieser Zeit hat, nicht so pflegen kann. Gleichzeitig kann natürlich auch sein, dass wir durch den regulären Medienkonsum, dem Jugendliche jetzt ganz stark ausgeliefert sind, natürlich auch viele eben diese Perfektion mitkriegen, wir sehen Muster, es gibt vielleicht auch Phänomene, dass man genau, wenn man nicht teilhaben kann an der Party, an diesem Bierkonsum, was auch immer, dass man das Gefühl hat, man verpasst was, das ist dann auch dieses FOMO, das Fear of Missing Out, also Angst eigentlich, dieses reguläre Leben zu verpassen, und das sind ganz starke Stresstrigger, also das kann wirklich psychischen Stress auslösen und kann unser Essverhalten gleichzeitig auch beeinflussen. Also ihr seht diese Dynamik, Komplexität. Und ich finde es doch ganz wichtig, dass man mit Jugendlichen auch hinsitzt und deren Realität effektiv versucht zu erfassen. Also wem followen sie beispielsweise? Was für Trends konsumieren sie? Wie geht es ihnen wirklich? Was sind, dass man nicht immer den Bezug auf diese Krankheit setzt, sondern auch mal einfach guckt, wie geht es dir grundsätzlich? Wie kann man zum Beispiel ein bisschen Druck rausnehmen aus diesem Alltag? Wo kann man unterstützend wirken? Und vielleicht ist die Unterstützung dann halt nicht nur in Bezug auf eine Krankheit, sondern wirklich in Bezug auch zum Beispiel mit wem vergleicht man sich? Wie kann man auch mit solchen Special Effects, sag ich mal, liebevoll wie so einer Krankheit, sich gut integrieren, sich nicht ausgeschlossen fühlen? Und da können soziale Medien auch eine riesen Stütze sein und eine Riesenfreude eigentlich, weil es gerade beispielsweise über Instagram, über andere Profile sehr gute Influencerinnen und Influencer zu diesem Thema gibt. Wie ihr kennt vielleicht eben Rubin Rehmann, das ist sicher allen ein Begriff, der dann auch über soziale Medien überhaupt mal gewisse Krankheitsbilder auch publik macht, die auch diskutiert und ja, mit viel Humor auch dieses Thema bearbeitet. Und da können soziale Medien und Community auch wirklich helfen. Das heißt, da darf man Jugendliche auch darin unterstützen, ihre Social Bubble zu finden und sich dort auch inspirieren zu lassen und auch diese Norm, also zu wem gehöre ich, an wen orientiere ich mich, dort auch Unterstützung finden. Das kann dann wirklich auch so aussehen. Das kann auch ja extrem helfen, dass man auch sieht, man ist nicht alleine. Es geht auch anderen so. Und vor allem, man kann mit den anderen zusammen sich auch austauschen und eine eigene Gruppe bilden. Gut, an diesem Punkt gibt es natürlich noch extrem viel zu sagen. Ich konnte jetzt nur einen ganz kleinen Einblick machen in die Thematik. Es gibt natürlich ein riesen Feld rund um das Thema Psyche und chronische Erkrankungen. Ich hoffe, ich konnte euch kurz einen Einblick geben. Ich hoffe, es ergeben sich noch interessante Fragen. Ich habe noch Material dabei. Ich werde euch das auch im Handout dann
zukommen lassen mit weiteren Folien, die noch hinten dran auch erklären, wie funktionieren sozialpsychologische Phänomene, was passiert bei Jugendlichen in Bezug auf ihre Gruppenzugehörigkeit und, und. Und da das Thema noch sprengen würde, habe ich euch das einfach so mal noch mitgegeben. Gut, ich möchte mich ganz herzlich für den Blick bedanken und möchte nun für die Fragen Chance geben. Gut, herzlichen Dank, Ronja. Extrem schön. Vielleicht kannst du noch deine Präsentation dann zumachen. Ja, es gab einige Fragen aus dem Chat. Zum Beispiel eine Frage, ob du eine Idee hast, weshalb die Medikation plötzlich nicht mehr wirken kann. Im Jugendalter? Ja, das kann, glaube ich, viele verschiedene Ursachen haben. Ich glaube, das ist mehr eine Frage, die dann wahrscheinlich der nächste Vortrag noch vielleicht im nächsten Vortrag denke ich auch. Denke ich auch. Rein aus psychologischer Sicht können wir natürlich die Frage stellen, werden die Medis genommen? Ja, also das genau. Ein Aspekt kann, das, und das kann eben die Erklärung von diesem gewünschten Risikoverhalten sein. Also dieses Gamen gehört auch ein Stück weit zur Jugendzeit dazu. Also das kann passieren. Aber sonst ist es eine medizinische Frage. Ja. Meinst du, Jugendliche sollen das offen ansprechen, ihre Krankheit, sondern proaktiv das ansprechen? Also angenommen, du lernst jemanden kennen im Ausgang, muss man es schon am Anfang erwähnen oder vielleicht erst im Verlauf? Hast du da ich finde es ganz eine wichtige Frage. Ich würde sagen, die Frage ist immer noch im Vertrauen. Also wenn natürlich eine Vertrauensbasis da ist und man fühlt sich wohl, um sein Innerstes, sage ich mal, zu teilen, finde ich das sehr sinnvoll, weil man auch eine gewisse Klarheit schafft und auch erleben darf, dass die Akzeptanz und das Verständnis oft da ist. Also meist ist die Angst vor der Reaktion größer als die Reaktion, die man nachher kriegt. Also meistens kann das sehr stärkend wirken. Ein offener Umgang ist in unserer Gesellschaft aktuell immer mehr, also gerade mit chronischen Erkrankungen, eben durch das, dass sich Influencerinnen und Influencer dafür einsetzen, ist es immer, sage ich mal, mehr möglich, solche Themen zu teilen. Aber ich empfehle ganz stark, dass man auf sich hört. Man muss überhaupt nicht, wenn man möchte, teilen. Und ich schlage immer vor, dass man sich Vertraute sucht, mit denen man es auf jeden Fall teilt. Darf ich noch eine Frage stellen? Mir berichten manche jüngere Patientinnen und Patienten, die ich habe, dass sie oft wenig Verständnis finden, wenn sie Ausbildung machen und halt öfters auf die Toilette müssen. Was gibt es denn da für Hilfestellungen? Ich meine, klar, man fühlt sich irgendwie ausgegrenzt oder wenn dann der Lehrer sagt, du drückst dich immer vor der Arbeit und da wenig Verständnis hat, weil ich glaube, das Problem ist ja äußerlich, sieht man es ja nicht, oder dass der Darm entzündet ist. Was gibt es denn da für Unterstützungsmöglichkeiten? Das ist ganz eine wichtige Frage, weil das bedeutet eigentlich Aufklärung. Aufklärung ist dort der wichtigste Faktor. Also auch die wirklich, also grundsätzlich, es gibt immer Menschen, die sind ignorant. Ich glaube, das müssen wir einfach vorabschieben und die gibt es einfach in jedem Fakt. Aber auf jeden Fall ist die Aufklärung oft, glaube ich, die beste Brücke. Also dass man auch dieses Erklären, was passiert wirklich, warum brauche ich einen Spezialschlüssel, warum habe ich auch einen gewissen Zugang zu speziellen Toiletten, warum brauche ich das, was passiert bei mir, kann einfach sehr viel Verständnis fördern. Also wenn, glaube ich, das Gegenüber wirklich versteht, was eigentlich passiert. Also vielleicht lohnt es sich auch dort, das auch manchmal einfacher Vergleiche zu finden. Also quasi, mir geht es, als wäre ich in einer Dauer Magen-Darm-Grippe. Also beispielsweise solche Erklärungen können sich dann viel auch besser vorstellen, aber dort auch ein bisschen Geduld haben für diese Aufklärung. Und ich weiß, es ist mega anstrengend, es braucht wahnsinnig viel Energie, aber jeder Tropfen hilft dort wirklich den Stein. Und das ist effektiv so und ich glaube dort auch wirklich das Ansprechen, also dass das verletzend wirkt, wenn das Gegenüber das eigentlich in Frage stellt. Und dass man es halt nicht von außen sieht, wie es einem da im Darm geht. Ja. Absolut, auf jeden Fall. Ja, Stefan, wer von uns beiden macht die Überleitung? Ganz herzlichen Dank nochmal. War super. Ja, danke euch. Gut. Danke, Ronja. Danke, es freut mich sehr und ich freue mich auf die weiteren Inputs. Herzlichen Dank. Gerne.